Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe diese Überraschung nicht. Antibiotikaresistente Bakterien in unseren Flüssen. Oder verstehe ich sie doch? So wie hier einige Fraktionen ihr Nichtstun hinter fehlendem Wissen verstecken, ist das ja kein Wunder. Alle Bundesregierungen, von GroKo bis Schwarz-Gelb, haben in ihrer Regierungszeit Ursachen, Entstehung und Verbreitung von multiresistenten Keimen ignoriert. Und das ist lebensbedrohlich. 15.000 Patienten infizieren sich jedes Jahr in unseren Krankenhäusern mit multiresistenten Keimen. Gleichzeitig wird über Sparmaßnahmen die Hygienemöglichkeit zurückgefahren. Es wird geredet, aber die Hygiene geht zurück. Und das begünstigt Entstehung und Ausbreitung dieser Keime. Woher kommen solche Keime noch? Erstens, 1.700 Tonnen Antibiotika werden jährlich an Schweine, Rinder und Geflügel verfüttert. Über die Gülle gelangen dann diese Keime plus die Medikamentenrückstände in unsere Landwirtschaft, breiten sich aus, und noch immer gibt es keine Liste von verbotenen Medikamenten, die bei Menschen noch helfen und bei Tieren eingesetzt werden. Und das ist ein schweres Versäumnis. Zweitens. Es gibt noch immer kein Rücknahmesystem für abgelaufene Altmedikamente. Es gibt noch immer keine Verpflichtung, dass man den Entsorgungsweg wenigstens auf die Pappschachteln aufdrucken muss. Auch dies ist eine Vernachlässigung der Pflichten einer jeden Bundesregierung. Drittens. In Billiglohnländern wie in Indien werden mit riesigen Profiten Antibiotika billigst produziert. Abwasserreinigung, Klärung entfällt. Bei den Bevölkerungsdichten vor Ort, den Temperaturen, züchtet man regelrecht Resistenzen, die dann über Reisende auch nach Europa kommen. Und die Bundesregierung, sie schauen weg. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der CDU-CSU. Herr Kollege, Sie sprachen von einem Einsatz von 1.734 Tonnen in der Nutztierhaltung an Arzneimitteln. Ist Ihnen entgangen, dass die deutsche Landwirtschaft, die deutschen Tierhalter in den letzten 5 Jahren diese Menge um 53% reduziert haben? Ich frage Sie, wieso tragen Sie diese alten falschen Zahlen immer noch vor? Herr Kollege, die Reduzierung stimmt, aber die 1.700 Tonnen sind die Zahlen des letzten Jahres. Und insofern sollten Sie noch mal nachschauen und gucken Sie auch auf die Sorten der Medikamente, die eingesetzt werden. Die Kollegin von den Grünen hat es ausgeführt. Es sind gerade die Medikamente, die bei Menschen noch helfen gegen multiresistente Keime, die in der Geflügelwirtschaft in Größenordnung eingesetzt werden. Also gerade das, was für uns die Notfalloption ist, wird flächendeckend eingesetzt. Und da können Sie doch nicht verleugnen, dass die Bundesregierung eben keine Verbotslisten aufgestellt haben. Das müssen Sie zugeben. Im Jahre 2017 hat meine Fraktion letztmals eingebracht, einen Antrag, ein Rücknahmesystem einzuführen für Altmedikamente, finanziert von Pharmakonzernen. Die Union hat es abgelehnt. Mit der Begründung, das kann man den Pharmaunternehmen nicht zutrauen, nicht zumuten. Mir kommen die Tränen. Bei Jahresgewinnen von 7,3 Milliarden von Bayer, Novantis 7,7 Milliarden, Sanofi 4,8 Milliarden, Roche 7,5 Milliarden. Sind Sie wirklich der Meinung, dass man den 50 Millionen für ein Rücknahmesystem nicht zumuten kann? Also, meine Damen und Herren von der Union, Sie brauchen sich nicht zu wundern, dass wir Sie als Lobbyverein der Pharmaindustrie betrachten. Die Linke fordert, dass endlich Listen eingeführt werden, die Antibiotikaeinsatz strenger reglementieren und die Reserveantibiotika in der Tiermedizin ausschließen. Wir fordern, dass endlich mehr Mittel für Hygiene in Krankenhäusern und in der Medizin bereitgestellt wird. Und dazu gehört eben auch die Schaffung von 100.000 Pflegekräften im Gesundheitswesen, damit eben eine gute Pflege möglich ist und damit Resistenzen sich nicht weiter verbreiten. Und wir fordern,
dass die Pharma-Riesen nicht nur in Geschäftsberichten von ihrer Verantwortung reden, sondern diese Verantwortung auch übernehmen und nicht nur ihr Geld in profitable Potenzmittel, sondern auch in neue Antibiotika stecken. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist unmöglich, multiresistente Keime aus unserer Umwelt fernzuhalten. Aber es ist möglich, sie einzudämmen und ihre Anzahl zu reduzieren. Das Thema ist zu wichtig, um weiter verschleppt zu werden. Lassen Sie uns endlich handeln. Vielen Dank. Herr Kollege Linkert, herzlichen Dank an Sie. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Arthur Auerhammer. Ja.